Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake 2. Gut. Wir haben hier ein Summen gehört. Ein Sümmchen, das hier nach oben führt. Ich hörte ein Summen. War es das Risiko wert, herauszufinden, wer es war? Ja, schauen wir mal. Casey? Hallo? Oh. Ach, der hey, Baker. Alan. Sie haben sich angeschlichen. Howdy. Erst looten. Ich sehe halt absolut nichts. Das ist leer. Super, Alter. Blöd, mich schön, oder was? Das ist leer. Aber irgendwas ist da ja drin. Ein Kronkorken. Und allein dafür könnte ich dir nicht ins Gesicht treten, du Schwein. Der dunkle Ort, Karte. Aha. Also sind das jetzt so Abschnitte. Oh, okay. Wollen wir noch einmal hin müssen, oder wie? Weil in der Gasse waren wir ja. Aber möglich. Ich frage einfach mal eben Hallo. Verzeihung, kennen wir uns? Schon wieder Gedächtnisprobleme, hm? Ja, wir kennen uns. Tim Breaker. Wir haben Hinweise ausgetauscht. Breaker. Ich habe Fortschritte mit der Karte gemacht. Sehen Sie. Aber den mysteriösen Mann konnte ich nicht finden. Wer ist der mysteriöse Mann? Er wäre nicht mysteriös, wenn ich es wüsste. Ich kenne nur seinen Namen. Ja. Wallen Dore. Der Talkshow-Host? Nein, klingt nicht nach ihm. Er hat viele Gesichter, aber Talkshow-Host? Ich suche weiter. Sie erstellen eine Karte? Ich versuch's. Aber es ist schwierig, einen Traum zu kartieren. Ich ende immer an unerwarteten Orten. Ich finde interessante Dinge, wie diese seltsamen Markierungen, die mit dem Licht reagieren. Aber nie das, was ich suche. Sehen Sie sich die Karte mal an. Ich habe auf meiner Suche Vorräte angelegt. Falls Sie etwas finden, greifen Sie ruhig zu. Danke für die Hilfe. War ja leer. Das ist meine verrückte Wand. Damit versuche ich, das alles zu verstehen. Verurteilen Sie mich nicht. Da können wir gern tauschen. Nicht vergessen, ich war in der Leichenhalle. Ich war kurz davor, dem FBI die Beweise zu übergeben. Do hat mich hierher gebracht, in diese Traumrealität. Warum? Wer, wo, warum, Motiv, warum ich? Fakten, fehlende Zeit, keine Erinnerung. Bis jetzt. Bin ich immer hier gelandet? Werde ich alles vergessen, wenn ich rauskomme? Entführt? Aliens? Door? UFOs? Polyeder? Polyeder? Keine Ahnung. Träume. Ich, aber nicht ich. Andere, die ich kenne. Dennoch sind sie anders, die rothaarige Frau. Interessant. Okay. Hier spannend wieder mal, ne? Spannend. Okay, ja, ganz schlau werde ich da draus nicht, muss ich sagen, was hier los ist. Aber offenbar können wir hier Dinge abklappern. Er sagt, er hat Vorräte angelegt und machst die Truhe auf und ist leer. Ne? Und sonst ist hier aber nichts. Wir sehen uns, Alan. Ja, würdest du anständig mit mir sprechen, dann könnt ihr mich besser orientieren. Ich kenne mich nicht aus, ne, was er möchte. Keine Ahnung.
Es könnte aber der Zusatzinhalt sein. Naja, aber durch die Deluxe Edition so zwei, drei Zusatzinhalte, aber schlag mich tot, ich weiß es nicht. Find Alice. Ocean. Relevanter Ort. Das andere müsste da drüben sein. Aha. Richte deine Taschenlampe auf die Spirale. Da war etwas versteckt. Ich hätte eine Seite gefunden. Darauf stand ein Satz, der sich immer wiederholte. Die Worte klangen bedeutungsvoll. Waren sie von mir? Worte der Macht können verwendet werden, um Weg zu stärken. Du kannst sie im Autorenraum zuweisen. Worte der Macht. Worte der Besserung, Worte der Dinge, Worte der Lampe. Ach so, okay, stellt 5 Gesundheit pro Sekunde wieder her, wenn man die Taschenlampeverstärkung gegen feinige Schatten einsetzt. Im Scheinwerferlicht gewährt eine Chance, von seiner feinen Taschenverstärkung zu betäuben. Glückstreffer. Vielleicht können wir das sogar aktivieren. 5 Gesundheit pro Sekunde. Worte der Lampe. Worte der Pistole, okay, sonniger Himmel, erhöht den Wirkungsbereich von Leuchtpistolen, erhöht die Kraft des gewährt eine schon keine Munition zu bauen, wenn du einen Revolver abfeuerst. 5%, das war wenig. Achso, das habe ich nicht, das, okay, wenn es aufleuchtet, habe ich, verstehe. Jetzt verstehe ich, okay. Das haben wir ja eh alles gesehen, das ist halt immer wieder, wenn ich neue Stadt geworden okay, der Macht haben wir wieder 0 jetzt, okay. Ich verstehe, das ist ja cool. Im Endeffekt tun die mir nichts. Ah, tatsächlich haben wir den jetzt abgestoppt schon. Und jetzt müssen wir uns hier noch umschauen. Oh. Ich weiß nicht damit geredet, dass es aufgeht. Man hat halt wirklich viel zu erkunden, irgendwie. Am Prinzip ist es ja nicht schlecht, ne? Ah. Das scheint nur zu, vielleicht zu Medipack oder Gesundheit. Jahrelang hatte ich Bücher über Alex Casey geschrieben. Etwas war noch hier. Eine Zeile einer halb vergessenen Geschichte. Okay, wir haben immerhin Heilung. Schön, ja. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen weiter um.
So, jetzt sind wir, die sind echt gruselig, die. Also ich sage ja, das Flair ist echt, also die Stimmung in dem Spiel, Wahnsinn. Das ist echt gut gemacht worden. Man, du musst halt echt geil, du musst, ich sag einmal so, gute Kopfhörer dazu, das müsst ihr unbedingt bei dem Spiel. Also das kann ich nur empfehlen. Aber Kopfhörer lohnen sich hier auf jeden Fall. Kann ich tatsächlich nur so empfehlen. Dann wirkt das Spiel gleich noch mehr. Aber vielleicht, wenn du eine lässige Surround-Anlage hast, wahrscheinlich auch, ne, aber ich sag mal. Aha. Jetzt können wir hier so. Okay, okay, okay. Aber wir müssen da drüben noch mal schauen. In die andere Richtung. Mehr hier rüber. Wo sind wir hier? Achso, da unten sind wir jetzt. Verdammt! Vielleicht auch noch nicht. Das aktiviert, ich weiß es noch. Wir wollen jetzt einmal die Dinger finden. Es hat alles so verwinkelt und gefinkelt. Ja, vielleicht haben wir Glück. Ja, schaut gut aus. Offenbar sind die ja markiert mit Pfeilen. Leer, schon wieder mal. Hä? Man, ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass man unten. Polizeiauto das Licht nehmen müssen. Vielleicht verändert sich dann da oben auch etwas. Okay.
Ich verstehe jetzt nicht ganz. Hä? Das zeigt doch da her. Hä? Muss ich das verstehen? Aber es zeigt doch da hin, oder? Hä? Da der Pfeil, da runter, der zeigt da nach unten und da ist dann Ende. Da, alter Schwede. Ich sehe das nicht. Also das war jetzt echt für mich, ich hab das überhaupt nicht gesehen. Bist du dabei? Worte der Macht, Worte des Krieges. Erhöht den Schaden der letzten Kugel in der Trommel. Eine bunte Stadt. Erhöht den Schaden der doppelläufigen Schrotflinte um 25%, wenn du mehrere Feinde mit einem Schuss triffst. Okay. Ja, ich möchte eigentlich immer vorher nachladen. Muss ich sagen. Da bin ich mit. Ja, wenn wir mal eine Leuchtpistole hätten. Naja, okay. Was wir haben, haben wir. Das war jetzt ein DS. Jetzt müssten wir eigentlich da unten hin. Okay. Was ist dieses Fragezeichen? Was habe ich hier noch übersehen? Aber es ist eigentlich eh egal, wir können, ich kümmere mich halt mal, oder ja, schauen wir mal, ob ich hinkomme. Ob ich direkt einen Weg hinfinde. Okay. Bastard, Alter. Dreckschwein, ja, auf den habe ich nicht geschaut, ich habe auf die obere Partie da geschaut. Logisch, ne? Aber das Licht können wir ja gut gebrauchen.
Ich habe jetzt erst voll taugt, der mir geil Gesundheit wiederhergestellt. Sekunde, wir sind jetzt wieder hier. Lichtwechsel inaktiv. Lichtwechsel aktiv. Okay, da drüben könnte man nochmal Licht brauchen. Und das war ja die Stelle, wo ich hoch bin. Ich schaue da jetzt noch einmal hin, wegen dem Fragezeichen. Wo das sein könnte, das muss drüben sein. Weil das kapiere ich gerade nicht ganz, was das sein könnte. Ja, bin ich noch zu weit weg. Alter, das mit der Karte, das ist für mich echt sowas von verwirrend. Ich glaube, ich bin hier nicht weitergegangen, oder? Ja, ja, ich bin dann drüben hin. Aber hier nicht weiter, glaube ich, oder? Oder doch hier weiter? Das sind meine Worte. Okay, jetzt bin ich wieder. Kann den mal in Ruhe lassen. Ja, jetzt stehe ich genau drauf. Ah! Geil. Bist du deppert? Ja, das wäre scheiße gewesen. Also das zu übersehen wäre echt blöd jetzt gewesen, weil das ist gutes Zeug. Ich meine, offenbar das Ding braucht er nicht. Boah, Glück gehabt. Glück, dass es, oh, dass es auf der Karte angezeigt wird. Huh. Weil das wäre schade gewesen, weil allein die Leuchtfackeln sind schon Gold wert, sag ich mal. Die alleine sind doch schon Gold wert. Leuchtfackeln. Schnellauswahl. Wir haben überhaupt nichts auf der Schnellauswahl, was ist ja ganz toll. Na, gehen wir hier rein. Ja, brauchst du halt immer zwei rüberspringen. Das vielleicht auch auf die Schnellauswahl. Traumakissen auch. Dass wir so ein bisschen was beisammen haben. Ja, ja, geh mir nicht auf die Nerven. Okay. Findet der lustig oder was? Achso, das führt einfach zusammen. Das ist dann einfach hier hoch, okay. Das ist dann derselbe Weg. Oh, deshalb. Okay. Ja, muss man auch wissen, ne? So führt das zusammen. Okay, dann gehen wir hier wieder sozusagen zurück. Und da haben wir nicht die schwarzen Männchen, die mich da permanent betatschen wollen. Sehr anstrengend. Die Grabscherei. Anschauen kostet bei mir, weißt du?
Es ist einfach so. Wir sind jetzt hier, wir gehen wieder hier runter, dann werden wir uns da drüben umschauen, wenn wir das Licht noch einmal mitnehmen, werden wir es dorthin mitführen, wahrscheinlich werden wir es brauchen. Da hinten habe ich dann auch noch was übersehen. Super, gut, dass wir es wissen. Dann werden wir uns um diese Dinge kümmern. Aber wahrscheinlich brauchen wir das Licht für diese gewissen Stellen. Das kann leicht sein. Ja, ohne Karte würde ich sie aufgeschmissen. Und jetzt müsste man eigentlich... genau hier sein. Vielleicht geht es aber auch nicht, weil ich das Licht nicht aktiv habe. Sehen tue ich nichts. Scratch. Das ist vorhin angestanden, dann war, das war der richtige Bereich, aber hier. Entweder hat es was mit der Laterne zu tun oder nicht. Ganz kapiere es nicht. Es wäre die Möglichkeit, dass es oben ist. Aber jetzt müsste halt genau hier drauf stehen. Aber ich sehe weder Pfeile. Ah, hier. Okay, ich glaube, das hat doch was mit der Laterne zu tun, den habe ich vorhin nicht gesehen. Ah! Worte der Wirkung, was haben wir hier? Das ist privat, erhöht den an Feinden in unmittelbarer Nähe verursachten Schaden um 10%. Sorgt dafür, dass Ellen von Feinden um 20% schwerer entdeckt wird. Hier nicht. Den Spieß umdrehen, senkt den Dunkelheitsprojektil, erlitt den Schaden um 25%. Erhöht den an Feinden in unmittelbarer Nähe. Ich nehme mal das. Dann 20%, das ist schon eine schöne Hausnummer. So, jetzt sind wir hier. Das heißt, wir schnappen uns jetzt noch einmal das Licht. Dann gehen wir hier rüber. Holen uns die beiden Dinge. Ja, dass wir das erledigt haben. Das ist ein Echo. Ein Echo ist auch noch da, okay. Das müssen wir auch noch. Hier haben wir gleich zwei Dinge zu erledigen. Und dann müssen wir da eben dann wieder mal zum Talkshow-Studio und natürlich da ganz hin in die Gasse rein. Und ich würde halt ganz dringend brauchen Batterien. Batterien wären sehr wichtig. Also das ist hier lang? Tatsächlich?
denke nicht, dass er hier hoch kann. Aber jetzt bin ich genau hier. Ah! So ist es. Ich hab keine Batterie mehr, ich kann's nicht nutzen. Scheiße. Jetzt kann ich nur hoffen. Was soll das sein? Ich stehe doch da. Der Koffer. Ich sehe schon. Batterien, boah, Glück an. Oder? Nein. Keine Batterie. Blendgranate. Ja, Scheiße. Was mache ich jetzt? Das ist richtig Mist. Wo kriege ich jetzt Batterien her? Wo soll ich jetzt Batterien schnappen? Oh, ich finde das scheiße. Wo soll ich denn jetzt machen? Wo kriege ich jetzt Batterien bitte her? Oder? Ich meine, wie soll ich das so einsparen? Geht, das ist Mist. Na jetzt ehrlich, das nervt mich wieder. So ein Scheiß nervt mich. Jetzt stehe ich da und kann nichts tun. Ja, super. Vor allem, ich kann ja nicht einmal gegen einen Gegner dann angehen. Ja, damit ist es fertig. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann jetzt nur noch einen normalen Weg gehen. Ich brauche gar nicht mehr weiter herumsuchen. Es zahlt sich nicht aus. Ich kann ohne Batterie, geht's einfach nicht. Weil das Spiel mir keine Batterien mehr zur Verfügung stellt. Jetzt stehe ich natürlich hier an. Super, danke. Ja, ich kann eine Blendgranate werfen. Ja. Was hat er gesagt? Er ist so müde? Ja, funktioniert nicht. Ja, ich kann nichts machen. Ich werde jetzt nochmal laden. Dann habe ich eventuell noch ein bisschen Ladung. Dann sehen wir uns gleich wieder. Jodale, dann habe ich es geschafft. Aber das kriege ich, glaube ich, nicht. Ja, geht das jetzt nicht, weil das Auto...
Hey, Alter, jetzt flipp ich dann aus. Jetzt kann ich es noch einmal. Dann bläst du, Deppert. So, jetzt haben wir es. Jetzt habe ich es geschafft. Hoffe ich. Da müssen wir jetzt ran. Ja, habe ich es jetzt oder nicht? Ja, will er mich verarschen? Will das Spiel mich gerade richtig verarschen? Ach so, okay, jetzt verstehst du, ich muss das nicht einmal mit der Gel- ich muss es also einfach nur so anleuchten und das reicht schon. Jetzt habe ich es, okay, super, dann habe ich das ums- ja, egal. Egal. Was ich habe, habe ich, ne? Hätte ich gesagt. Okay, ich habe es jetzt doch noch einmal geladen. Damit wir noch ein bisschen eine Ladung haben. Und ja, passt. Na, jetzt habe ich zumindest dazugelernt. Ich muss das nicht anleuchten. Ich habe gedacht, ich muss das anleuchten. So habe ich es halt verstanden aus dem Text heraus. Ne? Wir haben Worte der Pistole bekommen. Erhöht den Kraft des Zurückstoßes von Alans Schrottflinte. Gut. Und hier ist noch ein Echo. Muss das ja, so viel ich verstanden habe, im richtigen Winkel anleuchten. Oder? So auch da. Check das mit dem Echo nicht ganz. Ich check das nicht, ich kann euch nicht helfen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, in welchem Winkel ich das wirklich anleuchten soll.
Ja, sag einmal, Alter, in welchem verfickten Winkel soll ihn das anleiten? Ich hasse es, Alter. Ja, wie? Ich check's nicht. Hier eventuell, was mit dem was zum tun? Ja. Ich weiß nicht, was sie tun soll. Mei, ich mag, das ist scheiße. Kann man das nicht einfach finden und es passiert, muss ich es da stundenlang anleuchten, bis ich irgendeinen Arschlochwinkel erwische, wo ich nicht weiß, wo und wie was. Ja, Alter, ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Oder ich brauche für den Scheiß schon ein eigenes Tutorial. Kann mir da ein YouTube-Video anschauen, damit ich weiß, wie das funktioniert. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, das funktioniert nicht. Krieg ich einfach nicht gebacken. Ja, nutzt jetzt nichts. Ich muss sowieso die Folge leider beenden. Das heißt, ich gehe nochmal speichern. Ich muss da schauen mit den Echo, das check ich nicht. Es tut mir leid, ich leuchte schauen. Was soll ich tun? Ich kann ja nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist halt wieder so. Ja. Ich weiß nicht, man muss es aus einem gewissen Winkel anleuchten. Hat ja schon einmal funktioniert, aber. Ich meine, bitte. Sei mal nicht böse, wenn ich einen Professortitel brauche, damit ich das. Also, andere hat es wahrscheinlich in 3 Sekunden, ne? Wie leucht und leucht, oder wohin? Probiere ich halt nicht ganz. Aber ich schaue mir da nochmal vielleicht was an, vielleicht hat da irgendwer was auf YouTube. Und dann sehen wir das. Gut, Freunde, dann sage ich, war jetzt nichts Besonderes, aber immerhin haben wir den Sheriff Breaker noch einmal getroffen. Jetzt wissen wir, der ist auch hier. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich sage danke fürs Zusehen und ciao.